Anlässlich der feierlichen Eröffnung des Schlossbergtores und der Galerie am Schlossbergtor haben wir einige Leute um ihre Meinung befragt. Was sagen Sie zum neuen Schlossbergtor? Also mir gefällt sehr gut, eine tolle Sache und super gelungen. Es ist wunderschön geworden, ich glaube, es belebt die Stadt, und wenn jetzt ein Fremder nach Vogelsberg kommt, weiß er, wie er zu Fuß auf den Schlossberg kommt. Ich finde, dass dieses Tor sehr gut gelungen ist. Es ist ein Blickfang und wird auch die Fremden auf den Schlossberg leiten können. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt sehr gut. Es passt sehr gut da herein und ich glaube, die Verbindung da zum Schlossberg ist da wirklich gegeben durch das Tor. Das ist eine Bereicherung für die Stadt, eine Bereicherung, glaube ich, insgesamt für die Region. Die Galerie, die hier eröffnet wird, passt genau in die Entwicklung auch der Region hinein. Kunst, Kultur, Tourismus, also absolut ein wunderschönes Gebäude, ein wunderschönes Ambiente. Herr Direktor, was ist Ihre Meinung zu diesem neuen Schlossbergtor? Wir sind alle sehr froh, dass die Gemeinde das gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das sehr gut angenommen wird von der Bevölkerung. Wenn ja wirklich vor, wie der Herr Bürgermeister Meixner gesagt hat, dass er vorhat, dass am Schlossberg noch einiges geschehen soll, dann ist das, glaube ich, der richtige Zugang zum Schlossberg. Das ist zum Kunsthaus Köfloch, die Galerie in Vogelsberg, Ausstellungen in Biber, also es schließt sich der Kreis und das ist gut so. Wunderschön, einladend, vor allem einladend durch die Form braucht, was da zu sehen ist, und im Gegensatz zu früher eigentlich ermutigt zum Anschauen des Schlossberges. Ja, das gefällt mir sehr gut, das ist eine gute Lösung gewesen. Also ich muss sagen, ich finde es super. Traumidee, und dass man das so nützen kann, dass die Künstler im Bezirk das nützen dürfen, finde ich wirklich eine Bereicherung. Glauben Sie, dass es eine Attraktion wird für Vogelsberg? Bestimmt, ja. Die Galerie finde ich ganz toll. Wir haben im heurigen Jahr, ist es ausgebucht, wir sind bis zum letzten Tag des Jahres, haben wir eigentlich Ausstellungen und die, so, also Schüler, alles Mögliche, freue mich auf jede einzelne. Natürlich, nachdem ich fast Nachbar bin mit meiner Bank vis-à-vis, werde ich diese Gelegenheit nutzen und ich hoffe, dass sehr viele Künstler diese Galerie nutzen werden. Glauben Sie, dass es in Zukunft eine Attraktion für Vogelsberg werden wird? Ja, finde ich schon, auf alle Fälle. Ganz sicher wird es eine Attraktion werden, gell? Also das, wenn sich das Ganze eingelebt hat, da wird es eine werden. Eine bunte Geschichte und wertet, glaube ich, die Innenstadt schon auf. Und wir freuen uns, dass wir das haben für die Stadt.